Bei mir ist jetzt Armin Sippel, Clubobmann, Stellvertreter und damit Stellvertreter von Spitzenkandidat Mario Kunasek. Er ist hier im Moment nicht aufhältig, ist in der Wahlkampfzentrale. Und Herr Sippel, ich darf jetzt Sie die Frage stellen. Sie haben jetzt hier ordentlich verloren, beinahe 10%. Das Wahlziel, den zweiten Platz zu erreichen vor der SPÖ, das wurde nicht erreicht. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Schmerzhaftes Ergebnis, da gibt es nichts herumzurütteln. Dennoch hat die steirische einen sehr, sehr ambitionierten Wahlkampf geführt. Unser Spitzenkandidat Mario Kunasek hat wirklich alles gegeben. Aber die Dynamik der letzten Wochen und Monate haben jetzt einfach ein noch besseres Ergebnis nicht möglich gemacht. Aber ich glaube, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Wir als steirische FPÖ haben heute immerhin das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte bei Landtagswahlen seit 1945 erreicht. Also wenn man so will, auch ein positiver Aspekt. Aber klar, das Ergebnis ist wenig zufriedenstellend. Wir werden jetzt daran gehen, das zu analysieren. Wir werden uns neu aufstellen und dann ab Dienstag, weil morgen ist ja unser berühmter blauer Montag, daran gehen mit voller Kraft Steiermark zu arbeiten, in welcher Konstellation auch immer. Welche Gründe machen Sie unmittelbar für dieses Ergebnis verantwortlich? Ist das im Bundesland zu suchen, beziehungsweise inwieweit hat hier auch die Dynamik der Bundespolitik mit eine Rolle gespielt? Na, selbstverständlich hat die Dynamik, die auf Bundesebene zu spüren war, diese Kampagnisierung gegen die FPÖ seit Mai eigentlich jetzt nicht unbedingt für Rückenwind gesorgt. Ganz im Gegenteil, es war ein starker Gegenwind, den wir zu spüren bekommen haben. Was nicht heißt, dass man nicht auch trotzdem mit fast 18% ein annehmbares Ergebnis haben, wenn man es ganz genau auch analysiert. In der jüngeren Vergangenheit wurde ja die Landesregierung durchaus auch in Verneinung des Proporzes auch frei verhandelt. Wie sehen Sie Ihre Chancen, beziehungsweise wie sind die Ambitionen der FPÖ generell hier jetzt in dem weiteren Prozedere um den Eintritt in die Landesregierung? Also ein positiver Aspekt ist auch, dass sich Schwarz-Grün einmal vorerst, wenn man auf die Hochrechnung blickt, nicht ausgehen wird. Wenn man wirklich reformorientiert arbeiten will, wenn man schnell umsetzen möchte für die Österreicher, für die Steirer in diesem Land, dann wäre die FPÖ mit Sicherheit ein guter Partner.